Sehr mysteriös. Larry geht. Ich hoffe, er macht nichts Dummes. Wir rennen gleich mal hinterher. Komm, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich befürchte, ich weiß, wo er ist. Komm, mach schneller, Sal. Mach einfach schneller. Larry? Larry! Ja, hopp, rein mit dir. Wo zum Teufel bist du? Der ist hundertprozentig im Baumhaus. Eine Notiz? Nein! Nein! Larry! Was hast du getan? Larry, warum nur? Ich hätte es ihm nicht sagen dürfen mit seinem Vater, oder? Ich habe mich so gefreut, Sal zu treffen. Dass es zuerst gar nicht auffiel, wie andere. Was? Wie anders er sich verhielt. Während wir beide beim Wendigo-See waren, wurde es langsam spürbar. Damals dachte ich noch, dass er traurig wäre. Ich dachte, dass er vielleicht aufgehört hätte, seine Medikamente zu nehmen. Miss Campbell, hatten Sie jemals in der Zeit, in der Sie mit Sal liiert waren, das Gefühl, dass er gefährlich ist? Hat er Sie vielleicht bedroht? Nein, Sir. Nichts davon. Sal war der süßeste Junge, den ich kannte. Ich fühlte mich immer bei ihm sicher. Bis zu dieser Nacht. Würden Sie bitte erzählen, was Sie bei dem Baumhaus sahen? Kurz nachdem ich vom Ausflug am See nach Hause kam, rief Sal an. Vielleicht auch eine Stunde später. Er war am Boden zerstört und ich konnte hören, dass er geweint hatte. Er sagte mir, dass Larry tot sei. Ich bat ihm, 911 anzurufen. Ich sagte ihm, dass, wenn er es nicht tun würde, ich es tun würde. Oh mein Gott. Hat irgendjemand von Ihnen die Nummer 911 angerufen? Nein. Seit der Highschool haben wir die Jungs eingeredet, dass es eine Verschwörung der Polizei in Knockfell gibt, dass man ihnen nicht trauen könnte. Also habe ich mich gegen mein Bauchgefühl entschieden und nicht die Polizei gerufen. Ich bin sofort zu den Apartments gefahren. Sal verhielt sich komisch, als ich zum Baumhaus kam. Er ging auf und ab und redete mit sich selbst. Offensichtlich war er außer sich. Das waren wir beide, aber so hatte ich ihn noch nie gesehen. Ich versuchte ihn zu beruhigen, aber er faselte von Okkultisten und einem großen Unheil. Er sagte, Larry sei im Baumhaus. Ich brauchte kurz, um mich zu beruhigen. Ich wusste selbst nicht, was los war. Ob Larry wirklich tot war oder Sal den Verstand verloren hatte. Ich sah im Baumhaus nach, aber dort war nichts Besonderes außer einer leeren Schnapsflasche. Kannten Sie Sal als Trinker? Nein, Sal hat fast nie was getrunken. Er hat mir mal erzählt, dass er Angst davor hat, betrunken zu sein, da eine Neigung zur Abhängigkeit in der Familie liegt und er nicht zum Alkoholiker werden wollte. Daher war mir klar, dass er nicht das, was nicht stimmte. Larry war nirgends zu sehen. Und ich begann, mir wirklich Sorgen um Sal zu machen. Ich versuchte, Sal zu beruhigen, aber er reagierte überhaupt nicht darauf. Ich versuchte, mit ihm ins Haus zu gehen, aber er rührte sich nicht. Wir fingen an zu streiten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals davor gestritten haben.
Ich musste weg von dort. Ich ertrug es nicht, wie er drauf war und wollte nicht alles nur noch schlimmer machen. Bevor ich ging, sagte ich Henry und Lisa, dass Selfie Hilfe braucht. Sie versprachen mir, dass sie sich um ihn kümmern würden und ich sagte, sie sollten sich melden, wenn sie mich bräuchten. Es war furchtbar, Sel dort alleine zu lassen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ich wünschte, ich wäre dort geblieben. Ich hätte bei ihm bleiben sollen. Ich habe die ganze Nacht bei meinem Handy gewartet, bis ich den zweiten Anruf erhielt. Ungefähr 10 Minuten nachdem Ashley gegangen war, kam Todd. Er wusste, dass etwas nicht stimmte, nachdem ich so schnell verschwunden war und auf seine Nachricht nicht geantwortet habe. Er fuhr mit dem Van einschließlich unserer Ausrüstung hin. Ich erzählte Todd, was Larry getan hatte. Was hat er denn getan? Wir beide brauchten Zeit, um uns wieder zu fassen. Larry war unser bester Freund. Wie ich vorhin schon erwähnte, wir vier waren eine Familie. Was ist mit diesem Körper passiert? Ich bin mir nicht sicher. Er versucht etwas zu sagen, aber ich verstehe kaum was. Ich glaube, er hat Schwierigkeiten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Lass uns das neue Teil ausprobieren. Vielleicht hilft es ja. Warte kurz. Bitte was? Gut, mit den Necro-Licht-Modifikationen, die ich an deiner Gitarre vorgenommen habe, werden wir das Geisterreich beeinflussen können. Wie funktioniert das? Schalte es mit G ein. Dir fällt vielleicht auf, dass ich 12 Symbole am Hals angebracht habe. Spiel die übereinstimmenden Noten, um die Symbole zu aktivieren. Spiel so wie sonst. Wähle Noten aus und drücke dann J, K oder L, um einer der Noten in der Gruppe zu spielen. Versuche alle 12 Noten zu spielen. Wollt ihr mich verarschen? J, K und L, okay. Soll ich das jetzt machen? Ach nee, erstmal G. Hä? Und jetzt? Also J? Habe ich doch gemacht. Und dann muss ich gleichzeitig drücken? Nee. Nee, geht nicht. Habe ich doch. J, K, L. Ach Leute, jetzt macht doch nicht so ein komisches Rätsel, was ich nicht kapiere. Ich kann aber sonst nichts anderes. Oh. Okay, ich kann hier switchen. Ich kapier gerade nicht, was das Spiel von mir will, ehrlich gesagt. Alter! Was ist passiert? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Todd? Larry? Hallo? Oh, Mrs. Rosberg. Hallo, mein kleiner Sally. Ach nee, warte mal, ich bin ja die Alte.
Wer sind Sie? Rose? Ja. Das Licht einer Gitarre umstrahlt das Licht aus meiner anderen Welt. Die Prophezeiung hat sich doch noch erfüllt. Was? Keine Zeit für Erklärungen. Du musst diese Kraft nutzen, um sie zu stoppen. Die Verschlinger des Gottes haben all unsere Versuche, sie zu vernichten, überstanden. Was zum Teufel war das? Eine Wellenbewegung in dem Gewebe, aus dem die Realität gemacht ist. Es hat begonnen. Du musst die Bannsprüche zerstören, um an die Quelle zu kommen und um all denen ein Ende zu bereiten. Wie soll ich das tun? Nutze die Macht des Nekrolichts. Du brauchst die Hilfe des Geisterreichs, um dich sehen zu lassen, was sich vor dich versteckt hält. Ich kann dir dabei keine Hilfe sein, denn ich muss im schwarzen Raum bleiben. Doch kann ich deinen Freund Larry kurzzeitig von dem befreien, was ihn festhält. Es wird auf der anderen Seite zu deinen Augen werden. Ach so. Viel Glück, lieber Larry. Sally. Sal? Du hast mich zu Tode erschreckt. Plötzlich warst du weg und dann war so ein dröhnendes Geräusch. Wo warst du? Ich glaube, die Gitarre funktioniert. Ich habe Rosenberg gesehen. Sie sagt, der Kult ist zurück. Wir müssen sie aufhalten, bevor... Ja, Leute, leckt mich doch alle am Arsch. Was ist denn hier kaputt? Was zum Teufel? Wie hast du... Boah. Larry? Ich denke, Rosberg hilft uns irgendwie. Ich war so lange in dem verdammten Baumhaus festgesessen. Boah, ich muss mal leid... Oh, boah, ey. Kann man das so extrem laut machen? Erst vor ein paar Stunden bist du Arschloch. Konntest du das nur tun? Warum verlässt du mich? Warum? Sorry, Kumpel. Es tut mir wirklich leid, aber es bleibt uns nicht viel Zeit. Rose hat gesagt, dass der Kult hier ist und noch heute Nacht gestoppt werden muss. Es wird nicht einfach werden. Ich kann nicht glauben, dass das real ist. Ich kann nicht glauben, dass du weg bist. Komm schon, Sal. Lass es uns diese Scheißkerle zeigen. Achso, ich kann laufen. Na, wenn das mal gut geht. Achso, Moment, ich muss hier das hier machen, ne? Okay. Das war wohl die falsche Reihenfolge. Ich hab doch keine Ahnung. Was wollt ihr denn von mir? Ich hab keine Ahnung. Ach, kommt schon. Ich habe keinen Plan. Was für eine Kombination wollen wir jetzt gerade von mir? Vor allem der Regen, der ist so unfassbar laut. Okay. Ach, komm schon, ey. Ja, es ist doch kacke.
Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Boah, mal Ruhe, ey. Zu Larry wechseln? Okay. Wie geht das? Larry, das ist der Todesstein. Drücke R, um festzustellen, um festzuhalten und seine verborgene Kraft zu nutzen. Du musst dieses antike Relikt verwenden, um Sally helfen zu können. Was macht es? Ja, das werden wir mal gleich sehen. Hallo? Und jetzt wechsle ich wieder zu... Oh mein Gott, was wollen die denn jetzt von mir alles? Hä? Muss ich jetzt wechseln oder was? Aha. Oh mein Gott. Kann der Regen wieder aufhören? Danke. Danke, danke, danke. Das ist immer noch so laut. Was machen wir hier denn eigentlich? Das ist ja völlig strange hier gerade alles. Okay, jetzt sind die Türen zu. Natürlich, jetzt sind die Türen zu. Nein. Kann ich mich eigentlich mit der Gitarre bewegen? Nee. Kann ich mit ihm was sehen? Ah, ich muss mich da auch runterfallen lassen. Oh, jetzt wird's aber sehr strange alles hier. Also nicht, dass es vorher nicht schon strange war. Oh, dich kennen wir doch. Der körperlose Mann geht mit ungelenkten Schritten und fasst die Elke von hinten an die... Ja, okay. Mach mal Platz da. Okay, ich hab ihn... er ist weg. Nein, 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 nicht verlassen. Stopp mal kurz. Hey, da ist kein Griff. Das ist richtig. Also unbegreiflich. Okay, wir wechseln wieder zurück zu Cell. Das wird ja spannend hier alles. Jetzt kommen wir durch die Tür. Und wir haben den Schlüssel. Das ist doch ein Traum. Wir haben immer mehr. Wir haben immer mehr Materialien. Der Schlüssel für Raum 504. Ich frage mich, wie der hierher gekommen ist. Fragst du dich das wirklich oder akzeptierst du es einfach nur noch? Ist alles hier zu schräg. Raum 504.
Ja, da muss ich jetzt wahrscheinlich wieder mit Larry rein. Ach ne, warte mal, das ist ein Schlafzimmer. Gibt's hier noch was Anständiges? Ah, das war das Ding. Oh, da will ich nicht rein. Okay, da ist der Galgen. Na okay, dann bleibe ich jetzt mal hier stehen und wechsle zu Larry. Da ist schon mal nichts. Aber mal prophylaktisch alles an Zauber raus, an was geht. Oh. Und das? Okay, wir haben jetzt hier irgendwas gefunden. Das heißt, es sollte jetzt wieder in der anderen Welt da sein. Oh Leute, ey, das wird ja ein Zinnober hier. Ah! Eine Bande Video. Haben wir die anderen zwei übersehen? Echt jetzt? Ah, das eine war hundertprozentig im Safe. Da war ein Videoband drin. Da wette ich mit euch. Ach, Kacke. Okay, Gemurmel. Er ist nicht hier. Er ist nicht mehr am Leben. Und wir werden es auch nicht mehr sein. Wir sind so hungrig. Und diese Haut, diese verdammte Haut, sie juckt so entsetzlich. Wieso? Diese Haut gehört nicht mir. Diese Haut gehört nicht mir. Sie gehört nicht mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist denn mit euch alle los hier? Lasst mich doch einfach mal, also. Okay, diese Videobänder sind wohl alle optional. Ah, das ist Kacke. Okay, dann springen wir doch jetzt mal runter. Glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Ich bleibe jetzt mal hier stehen. Wechsel auf Larry. Und bring den zumindest schon mal in Position. Nimm doch mal die Hände aus der Hosentasche. Na komm. Runter mit dir. Na, herzlichen Glückwunsch. Henry und Mamas Wohnung. Verdammt. Geht es euch beiden gut? Was zum Teufel ist das? Mama? Henry? Wenn du mich hören kannst, wir werden das reparieren. Haltet durch. Ja, ja. Mal überall Blitzdings. Warum liegt denn da? Ist das Blut? Moment mal, ich habe hier gar nicht mehr... Okay. Wir gehen mal alle Dinger durch. Ah, das war eher hier. Klingt, als ob etwas im Korridor passiert wäre.
Halt durch, Kumpel. Ja, halt durch. Okay, so, jetzt wechseln wir wieder zurück zu Sam. Mit seiner Klampfe. Springt er ebenfalls runter. Gehen wir hier rein. Was macht ihr denn hier? Wir sehen fern, aber was ist schon der Sinn darin? Diese Sendungen sind alle gleich. Alles ist vorhersehbar. Geht's euch beiden gut? Uns geht's gut. Alles in Butter. Okay. Das ist alles sehr, 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 sehr strange hier. Okay, dann werden wir hier wohl nichts mehr Großartiges sehen. Ach, das ärgert mich, dass wir A, den Safe nicht geknackt haben, da wahrscheinlich auch dann die Videokassette nicht bekommen haben und wo wir die andere, da fehlt ja immer noch eine, wäre, wissen die Götter, wenn das gar nicht mehr mit sich reden, dann überhaupt keine Lust mehr. Na dann setzen wir mal unseren fulminanten Marsch hier Richtung Solo. Oh Gott, es läuft auch noch auf Zeit. Ey, Freunde, echt jetzt. Das könnt ihr mir nicht antun. Also gut, das war doch richtig, oder? Nein? Was ist denn dann das Zeichen? Ach, das. Ja, ich würde aber gleich zu ihm wechseln hier. Soll er sich mal umschauen. Mit seiner neu gewonnenen Kraft. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Hallo, Herman. Herman, was zum Teufel ist mit dir passiert? Du siehst furchtbar aus, Alter. Das hätte ich ja auch sagen können. Wie hast du... Moment. Wieso bist du hier? Aus demselben Grund wie du. Tot. Nein, ich meine, warum bist du in diesem Raum? Die Geister sollten an dem Ort ihres Todes verbannt sein. Sandy sollte hier sein. Aber es ist zu spät. Ich war zu spät. Sie ist weg. All die alten Seelen wurden assimiliert. Ich habe gewusst, dass er sich töten will. Rosberg hat den Bann gebrochen, der mich im Baumhaus festgehalten hat. Ich bin mir nicht sicher. Weißt du, was mit den anderen Geistern passiert ist? Hat das was mit dem Kult zu tun? Was macht das für einen Unterschied? Nee, das macht jetzt keinen Unterschied. Nichts macht mehr einen. Ich muss nur hier warten, bis ich mich endlich... Bis es mich auch nimmt. Achso, dieses Schicksal kann keinen von uns entrinnen. Es ist noch nicht zu spät. Sel wird es aufhalten. Und ich werde ihm dabei helfen. Ihr vergeudet eure Zeit. Hast du mir nichts zu sagen? Okay, da ist schon mal also nichts. Okay, es werde Licht. Ja, okay, ich glaube, wir haben die Videokassette wieder. Vielleicht kommen wir doch so an, an den Code. Das wäre natürlich also für den Safe. Dass wir das jetzt hätten gar nicht lösen können vorher. Alter, schreck mich. Oh mein Gott.
Er hat sich wirklich erschossen. Ach, du bist ein blöder Trottel, Mr. Sanderson. Das macht... Oh Mann, warum hast du das gemacht? Ich glaube, das hat er damit gemeint, als er sagte, dass er gehen würde. Sehr schön detailreich, wie so das Hirn da hinten im Eck noch ein bisschen liegt und die Zähne. Ach, Mr. Sanderson. Warte mal, kann ich da was machen? Lampfi-technisch? Nee. Vor allen Dingen hat den Schuss natürlich wieder keiner gehört. Natürlich nicht. Da ist sie. Wir haben trotzdem zwei Bänder übersehen scheinbar. Weiterentwicklung. Nee, weiter... entwickeln. Ach, Herr Jemini. Diese Geister, voller Leben, starkes, gesundes Blut, zartes Fleisch. Oh, wie wir uns nach ihrem Fleisch sehen, dennoch verweigern sie uns. Bald. Bald werden wir hier sein. Sie werden gerufen, was? Sie werden gerufen haben und wir werden antworten. Der Boden ist feucht. Bin das ich? Nichts ist mehr übrig. Wir haben konsumiert. Oh meine Güte. Oh meine Güte. Wo zum Teufel haben wir die anderen Bänder liegen gelassen? Ich habe doch immer ganz tapfer F und so Zeugs gedrückt. Na gut. Also wie das weitergeht, würde ich sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Das ist... Nee, ey. Das wird ja immer stranger und skurriler. Na gut. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.